Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Spinny Black mit seinem Spinny-Bolzen. Wir spinnen uns jetzt in Richtung Nebelwald, weil wir wollten ein paar Kräutersim sammeln. Und wir sehen schon, eins wird uns auch angezeigt. Das heißt, die werden uns angezeigt. Wir brauchen die hier schon. Unter anderem. Mal gucken, ob wir die auch sammeln können, wenn wir verwandelt sind. Ansonsten laufen wir nur mal hin und verschrecken die Leute. Das wäre natürlich mal lustig, sich einfach irgendwo hinzustellen als Spinne und dem hinterher zu rennen. Müsste natürlich in dem Gebiet sein, wo Spinnen sind. Das heißt, wir müssten dazu in den Nebelwald gehen. Quatsch, in den Nebelwald. In Mondscheingrab oder hier in die Pulsarenkammer. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dann da unbedingt noch reinzulaufen. So. Aber mal gucken, vielleicht können wir ja auch so sammeln. Ich glaube zwar nicht dran. Ja, hätte mich auch gewundert. Schade. Machen wir 2 Minuten Spinne. Tatsächlich, die haben hier den. Die haben es geändert. Yay, ne, endlich. Die Chance war eh viel zu klein. Also ganz ehrlich. So, jetzt ist es viel besser. So, ja. Geranien, siehst du schon, 10 Stück haben wir von 50. Bei Fuß haben wir 4 von 4. Es geht voran wie Schmitzkatze und so. Zip, zip. Kräuterblätter brauchen wir zwar nicht, aber schaden auch nicht. Erstmal. So. Huhu! Und nochmal. Wuhu! Es ist deutlich leichter hier zu treffen. Also, wenn man bedenkt, wie schnell oder wie langsam das früher ging. Bum bum. So, Geranien 50. Ja, da macht das Sammeln ja richtig Spaß hier. Egal wo. Das kann ruhig so bleiben. Ich hoffe, das wird nicht wieder rausgepatcht, wenn die Valentins-Quest verschwindet. Bum bum. 36. Da oben haben wir noch. Einziger Nachteil ist, dass man die Dinger so schnell aufhat, dass die irgendwann nicht mehr respawnen. So, 42. Da hinten ist aber noch was. So, gehen wir mal hin. Hopp. Wow. Geht natürlich nur, wenn man auch drauf klickt. Kräuterstiel. Jawohl. Meins. Mal gucken, wenn ich wieder nachher Zeit habe, werde ich mit meinem Mage mal noch ein paar Kräuter sammeln gehen. Schon allein, um die Sache hier auszunutzen. Nebenbei vielleicht die Videos rendern. Dann muss ich aber irgendwann auch noch Essen machen und auf Arbeit. Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegt man schon hin. Und hip. Wunderbar. Geranien. Haben wir doch schon voll. Also geht's weiter. Zu den Pfeilchen brauchen wir noch. Und medizinische Kräuter. Die kriegen wir, glaube ich, im Goblinlager. Das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir auch hin. Dann können wir die dann eventuell gleich im Goblinlager abgeben. Die Dings Quest. Das kriegen wir hin. Oh, sind wir gut. Achso, ich wollte eigentlich überhaupt sowieso Fähigkeiten. Fähigkeiten, nicht, dass ich das vergesse. Nein, das ist auch Quest. Fähigkeiten ist hier. So, was hatte ich genommen? Ziel, Mehrfachschuss hatte ich. Mehrfachschuss, Mehrfachschuss, Mehrfachschuss. Da ist er. Hopp. Hier hoch. Hopp. Und Ziel der Natur. Plupp. Wunderbar. Wieder ein bisschen mehr Guess. Also ein bisschen mehr Ausweichchancen. Chancen kann man immer brauchen. So, hier gehen jetzt erstmal ins Mutschengrab. Lalalalalala, wir rennen jetzt ins Mutschengrab. Und das wird jetzt richtig knapp. Oder so ähnlich. Na, jedenfalls brauchen wir ja ein bisschen Beifuß, ein bisschen Pfeilchen. Und danach müssen wir sowieso nochmal nach Uru und ins Goblin-Lager. Das kriegt man alles hin, das ist alles kein Problem. Flup, flup, flup. Da sitzt King Elvis. Hopp. So, gucken wir mal. Hier oben gab es da immer ein paar schöne Pflänzchen. Oder sind die schon abgepflanzt? Da hinten, ich sehe es doch. Ich mache einfach mal alles auf, was ich hier finde. So. Ganz eiskalt.
Schlupp. Success. Pfeilchen. 6 von 10. Ist da jetzt auch mehr drin? 8 von 10. Nö. Aber 6 ist trotzdem viel. 6 von 2 Rosmarin. 12 von 2 Rosmarin. Da ist eindeutig mehr drin als normal. So, Pfeilchen haben wir auch voll. Können ja mal in die Pilze nochmal reingucken hier. Nur mal so aus Interesse. Success, gewöhnlicher Giftpilz. Hm. Würde ich zwar normalerweise mitnehmen, aber ich habe gerade keinen Platz. So, dann gehen wir eben. Gehen wir den hin. Medizinische Kräuter, genau. Goblinlager erstmal da und dann gehen wir nach Essen. Wie hieß denn das? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß es nämlich nicht. Na gut, dann gehen wir eben woanders hin. So, jetzt fahre ich nochmal eine Runde Ski. Wie spät haben wir es eigentlich? Ah ne, Skiturnier ist gerade eh offline, also geht's nicht. So. Arschgeleckt, vorbei. Also dann, doch, der ursprüngliche Plan hier oben ist noch eine Quest. Verdammt, die habe ich ja ganz übersehen. Na kurz gedengelt habe ich dann nochmal geguckt. Sonst noch irgendwas auf verfügbar? Da steht eigentlich viel auf verfügbar. Schmied James, Shooty, Silver Allen. Naja, gut, okay, das sind die, wo ich hier nicht mehr reinkomme. Warum auch immer. So, was wollte ich gerade hier noch nicht schwer machen? Quest beginnen, Licht aus Elde. Ah ja, Lichtkristalle. Keine Sorge, da müssen wir nicht irgendwo rein. Die kriege ich dann da hinten raus, Gott sei Dank. Wo auch immer das sein soll. So. Die Stämme von... die Feder von vom Stamme Voras. Weil, wie gesagt, normalerweise dürfte er mir die gar nicht mehr anzeigen, wenn ich da gar nicht mehr rein kann. Ist doch doof. Vielleicht kann ich da doch noch rein. Ich überlege jetzt gerade. Aber ich habe noch nirgendwo so ein anderes Dimensionstor da gesehen. Muss ja das sein. Naja, was soll's. Weiter geht's. So, hier rein. Goblin-Lager. Dann müssen wir mal auf den Goblin-Hügel rauf, weil da gab es nämlich die Kräuter. Kann sein, dass die auch im Nebelwald zu finden waren, aber muss ja nicht sein. So, Checks, was hast du für mich? Kohlkönig und seine Beute. Na, den nehmen wir auch gleich mit an. Königs-Eselzähne kriegt man auch mit hin. Wunderbar. Dann rennen wir mal da hoch und gucken mal nach den Kräutern. Hier greifen die Leute mich sogar noch an. Na sowas. Aber das wird dir nichts nützen. Haha, guckt mal, was ich hab, Leute. Ihr seid doch selber schuld, wenn er mich angreift. So, ich räume hier erstmal alles großzügig ein bisschen frei. So, hier alle hinterher. Ganz großzügig. Hier irgendwo müssen doch Kräuter sein. Laufe ich da nämlich in einen engeren Kreis. Ach ne, die waren nicht in den Kräutern, die waren in den Blumen, soweit ich mich erinnere. Hätten sie vielleicht auch in anderen Blumen sein können, aber na gut, ich gucke lieber hier. Flum. Flum. Mal den hier anlegen. Zopp. Und zopp. Der Werberkönig ist fast hin. Naja, gut, fast nicht, aber halb. Der Bohrer dürfte eigentlich auch nicht mehr lange brauchen. Machen wir mal so. Und so. Sind sogar 2 Uhr. Na gut, dann kann ich nicht ganz so viel rennen. Und ich halt so. Ich meine, die hauen mich zwar auch noch kaum, aber. Die sind ja immerhin noch auf meinem Level mit. Oder fast meinem Level. Dabei fällt mir ein, ich habe ja auch noch den Skill noch nicht vergeben. Das mache ich gleich mal nebenbei, während ich hier sammle. Zopp.
Fail, ja toll. Fail. Lass mich verarschen. Ich fehle nicht. Niemals. So, bum, bum, bum. Wo war's hier? Da. Auf Guest drauf. Wie gesagt, 33 Guest wollen wir skillen und der Rest wird stärker. Dann haben wir hier. Hopp, blub, blub. Blüten, Blüten, Blüten. Ich glaube doch, hier war die Ogre-Medizin, ich bin mir ziemlich sicher. In den Bäumen war die doch nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass hier Ogre-Medizin war. So. Irgendwo müssen sie die ja her haben. Das ist Harz. Da ist nix. Nee, also nicht Ogre-Medizin hier, diese Wirkstoffe hier, diese Kräuter. Harz. Und wieder der Ogre am Arsch. Immer dasselbe. Immer dasselbe mit diesen Ogern. Vielleicht irre ich mich natürlich auch. Es kann sein, dass die woanders ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier war, verdammt ich. 99,100%. So, weiß hier. Lass mich mit diesen kleinen Viechern herumärgern. Nur für ein paar Kräuter. Hopp. Umfallen alle. Alle umfallen. So, so ist brav. Oh, ein Brigantenhelm der Sonnenfinsternis. Den nehmen wir mal mit. Könnte sich eines Tages als nützlich erweisen. Oder als vollkommen unnützlich. Werden wir sehen. Wir brauchen auf jeden Fall. Da oben ist ein wenigstens. Dann gucken wir mal in den Pilz rein. So. In Pilzen wird es wohl kaum drin sein. Aber. Blumen sehe ich gerade keine anderen. Ansonsten muss ich mal. Aber ich glaube, die gab es noch in dem Gebiet hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder beziehungsweise im Nebelwald. Nebelwald im Schafottplatz beziehungsweise Gefängnis. Da könnte es natürlich auch noch sein. Fällt mir aber gerade keine gute Stelle ein. So. Sim. Wie ich dem das Zeug reinsammel. Ich mag das. Fall um. Umfallen. So ist brav. So, okay, sammeln wir mal ein. Ach so. Glück. Giftpilz. Hm. Irgendwo müssen ja dann noch Blümchen sein. Ein paar Blümchen. Komm, ich will doch nur Blümchen. Oder Kräuterli. So, da ist ein Goblinpilz. Den will ich noch gar nicht eigentlich. Denke ich mal. Goblinkräuter, vielleicht war es da drin. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Hopp. Success. Goblinkräuter, nee, die brauchen wir nicht. Mit Goblinpilz war es auch nicht drin. Hopp. Goblinfrucht, nee, siehst du, brauchen wir nicht. Ich wusste es doch. Ich kenne mich doch aus. Bin schlau. Oder so ähnlich. Bin mir fast sicher, dass das hier in diesem dämlichen Blümchen war. Werden wir ja jetzt gleich sehen. Machen wir die mal auf, ja. So, hepp. Blum, blum. Medizinische Kräuter, na siehste, geht doch. So, eins von dreien. Da haben wir noch eine Blume. So, hopp. Hepp. Da sind keine drin. Schade. Machen wir hier mal weiter. Hauen wir einfach alles weg. Lästige Viecher. Unten ist nichts. Ich weiß, es kann natürlich auch sein, dass diese medizinischen Kräuter genauso gut in normalen Blumen droppen, aber ich dachte, das wäre nur hier. Wir werden sehen. Ich mache die einfach hier, wir haben doch nichts Besseres zu tun. Irgendwie. Leider. So, Grimmgastgestock, den nehmen wir mit. So, hopp. Und hopp.
Geisterstaub, ja, Geisterstaub nehmen wir auch noch mit. Oh, da ist Essen, der hat sich den Titel Quest-Profi verdient. Oder war es eine Sie? Haben wir ja vorhin erst getroffen. Den Trank nehmen wir mit, genau. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine Pause. Weil die habe ich mir verdient. Nach der ganzen Kräutersammelei hier. Denn, halt um, genau. Dann, Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, da sammeln wir die Kräuter zu Ende und dann geht es auch irgendwann mal weiter. Richtig. Bis denn, tschüss.